Ihr seht mich stöhnen, ihr hört mich stöhnen. Ich wollte eigentlich hier auf YouTube nichts mehr zu dem großen C-Thema bringen. Aber aufgrund der letzten Ereignisse hier muss ich nun doch noch was sagen, aber dann gleichzeitig auf Rumble verweisen. Dort findet ihr alles. Ich sage hier nur einen Teil, praktisch um im Rumble das auch anzukündigen. Das Thema fängt an bei den Ungeimpften. Die Ungeimpften sind ja schuld, dass es so schlimm ist. Es gibt 15 Millionen Ungeimpfte und 70 Millionen Geimpfte. Ja, also überlegt man mal logisch, können denn diese 15 Millionen Ungeimpften, wenn die jetzt wirklich nur auf der Intensivstation landen würden, überhaupt so ein großes Infektionsgeschehen erzeugen? Muss sich jeder selber fragen. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, ich arbeite selbst an einer Universitätsklinik, wie viel Patientengut wir insgesamt haben und wie viel davon mutmaßlich nicht geimpft sind. Da kommt schon das zweite Problem. Tja, es gibt ja gar keine Möglichkeit für die Intensiveinheiten zwischen Geimpften und Ungeimpften bei der Meldung an Stevie zu unterscheiden, weil die Eingabemöglichkeit fehlt. Ich habe auch Beziehungen zu Labors in anderen Krankenhäusern, zu Intensivschwestern, Pflegern in anderen Krankenhäusern, die mir da Sachen berichten, wo man sich einfach nur noch ans Hirn packt. Fakt ist ja auch, dass es Impfdurchbrüche gibt. Wird immer gesagt, die sind weniger infektiös und weniger lang infektiös. Auch das ist nicht bestätigt. Viele Leute, auch Herr Lauterbach, der selbsternannte Gesundheitsexperte, der eigentlich kein Experte ist, sagt er, sie wären genauso infektiös. Zum Beispiel sagt er das ein paar Mal und dann sagt er wieder, die sind ja nicht so infektiös und nicht so lange infektiös. Also hier herrscht scheinbar bei den Experten auch irgendwo ein heilloses Durcheinander. Aber jetzt soll eben harte Maßnahmen kommen für Ungeimpfte. Selbst Geimpfte brauchen jetzt das 2G Plus, also auch mal einen gültigen Test, wenn sie Freizeitaktivitäten machen wollen. Die Frage ist, warum überhaupt, wenn doch der Schutz der Impfung da ist? Der Schutz der Impfung ist eben nicht da, selbst nach der dritten Boosterimpfung nicht. Oder zumindest nicht in dem, was man unter Schutzimpfung versteht. Schutzimpfung heißt ja, man schützt sich vor einer Ansteckung und vor einer Weitergabe der Infektion. Das ist ja nicht der Fall. Dann hat man gesagt, ja, es schützt davor, man hat keinen so schlimmen Krankheitsverlauf. Auch dem möchte ich hier widersprechen. Ich kann es nicht beweisen. Ich kann euch da keine Statistiken vorlegen, weil eben da keine Statistiken da sind. Wie gesagt, die Meldung an Stevie erfolgt ja ohne den Status geimpft oder ungeimpft. Aber dazu vielleicht mehr auf Rumble. Jetzt redet man über eine allgemeine Impfpflicht oder eine Impfpflicht in bestimmten Berufsgruppen. Und man muss sich echt fragen, ob die Ampelkoalition, die jetzt drankommt, die einem vor der Wahl versprochen hat, einhellig, es wird keine Impfpflicht geben, jetzt doch auf einer Impfpflicht besteht, ob man nicht betrogen wurde. Ich nenne das offen Betrug. Man hat etwas versprochen und man hat es jetzt schon gebrochen. Sie sind nicht mal im Amt und jetzt wird heute schon darüber gesprochen, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Mit einem, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, mit einem Impfstoff, der nur eine Notzulassung hat. Also keine echte Zulassung hat. Mit welchem Impfstoff wollen die denn dann diese Impfpflicht durchwinken? Mit dem Impfstoff, für den jetzt nicht mal eine weitere Zulassung beantragt wurde, von Pfizer, Moderna, von Johnson. Ich weiß nichts, dass da irgendeine Zulassung weitergeführt werden sollte oder neu beantragt wird, denn die läuft ja Mitte Januar aus für einige Impfstoffe, für einige früher, für einige später. Oder will man dann auf die Totimpfstoffe warten, die jetzt in der Zulassungsverfahren sind? Da ist vieles so unklar, dass ich mich frage, wie kann man da eine Impfpflicht, eine allgemeine Impfpflicht oder auch nur eine Berufsimpfpflicht durchwinken? Ich bin ehrlich gesagt, ich war sehr frustriert. Ich habe mir überlegt, mache ich überhaupt noch was? Auch diese Sache mit dem Verfassungsgericht, das dann alles mehr oder weniger als rechtmäßig durchgewunken hat, kann ich nicht nachvollziehen. Gut. Mich persönlich hat es nicht so getroffen.
Ich bin nicht der Typ, der so viel rausgeht. Ich habe auch einen Homeoffice-Platz. Aber es sind Maßnahmen gewesen, die unsere Grund- und Bürgerrechte beschränkt haben. Und es werden weitere Maßnahmen kommen, die dasselbe tun für Ungeimpfte und natürlich dann später auch für Geimpfte. Ganz klar. Denn wenn es nach der Regierung geht, verliert ihr euren Impfstatus nach 6 Monaten. Wenn es nach der Aussage von Great Britain geht, schon nach 3 Monaten. Da könnt ihr also 4-mal im Jahr euch boostern lassen. Viel Spaß dabei. Wie gesagt, ein bisschen ausführlicher und deutlicher auf dem Rumble, weil ich da eine Zensur nicht fürchten muss. Hier kann ich nur sagen, was offiziell eh schon überall gesagt wird. Und das sind einfach Fakten. Ich bin kein Impfgegner. Ich habe auch viele, viele andere Impfungen mitgenommen. Auch eine Hepatitis-Impfung, weil ich im Krankenhaus arbeite. Ich habe da mal zeitweise in der Pflege gearbeitet. Wunschterkrampf, Tetanus, Diphtherie, all das, was man so als Schutzimpfung kriegt gegen Masern, Röteln, all das habe ich auch mitgemacht. Und die damals noch geltende Pockenschutzpflichtimpfung habe ich auch bekommen. Also ich bin kein Impfgegner. Aber der Impfstoff, der momentan auf dem Markt ist, mit der kurzen Zeit erprobt, ich hoffe, euch da drüben wiederzusehen. Ihr müsst euch in Rumble zumindest registrieren, denn ich habe einige Videos nur für Rumble lizenziert. Ich weiß nicht, ob die dann auch zu sehen sind. Ich kann es nicht nachprüfen. Ich bin ja dort angemeldet. Man meldet sich mir automatisch der Browser an, wenn ich dort was mache. Und ob ihr dann nicht sehen könnt, wenn ihr nicht bei Rumble euch wenigstens einmal registriert, weiß ich nicht. Vielleicht kann es auch jemand in die Kommentare schreiben, ob das Video, ich werde den Link hier unten in die Videobeschreibung packen, funktioniert und ob man da auch das sieht. Obwohl es nur für Rumble exklusiv zertifiziert wurde. Die Anmeldung kostet nichts, meldet euch einfach an. Informiert euch weiter, bleibt standhaft. Das Ganze hat ja, nein, das sage ich lieber auf Rumble. Also bis dann. Tschüss.